Also die Telecreeper, die. Chillen. Ich wurde mal wieder teleportiert. Ich. Oh mein Gott, hier ist ein Enchanting Table! Hallo und herzlich willkommen zu. Galacticraft Staffel 2. Und ihr hört schon, es. Ja, läuten die Glöckchen, keine Ahnung. KST Beats, sie setzt jetzt erstmal fett ein mit seinem Weihnachts-Special Merry Christmas, Beat Christmas übrigens. Und das ist auf jeden Fall sehr chillig. Und die haben heute eine sehr coole Playlist. Wir werden jetzt aber erstmal hier sinnlos da reinstarten. Nein. Wir werden heute das hier optimieren. Erstmal die Felder. Und dann gehen wir aber noch ins Roguelike Dungeon. Also, es ist so angesetzt auf ungefähr 30 Minuten. Aber wir werden sehen, wie lange das dauern wird. Genau, und wir haben auch in der letzten, nach der letzten Folge, da haben wir ein bisschen Weizen zu Mehl umgesetzt. Das können wir nämlich in den Mühlstein machen. Dann können wir das einfach so eins zu eins, dann ein Mehl ist ein Brot. Das heißt, wo hast du das hier, Herr Mehl? Da ist also es ihr tut das hier rein und dann kommt das, geht das da rein, wenn ihr kurbelt und dann kriegt ihr Mehl raus. Sehr schöne Sache. Und ja, wir haben unter anderem sehr, sehr viel Zelda heute dabei. Also wenn ihr keine Zelda-Musik mögt, dann verpisst euch! Und, oh, wir haben. Ah, warte, ich dachte, das wäre eine Melone. Das ist tatsächlich ein Kaktus. Ja. 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 So, wir haben hier irgendwie eine Pflanze, die Ach, du hast gerade eine Kiste gemacht? Du hast, ach nee, die hast du schon länger gemacht. Ja, das ist die Essenskiste und Die Essenzkiste mit Essenzen. Genau. Ich verstehe, ich verstehe. So, dann machen wir erstmal hier nochmal ein paar Stück Gläser. Und jetzt natürlich, weil ihr das ja auch wollt, ne? Wenn ich mal diese. Diese sweeten Short-Commands-Dinger hier, ne? Kann man ja mal machen hier. Okay, jetzt ist bloß die Frage. Ich habe kurz vor der Folge auch noch ein paar Melon Seeds hier reingeplantet, ja. Gut, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Und ich habe hier noch drei Essenzbeerenbüsche. Ich weiß nicht, wie die hier sind. Ah, da kann man die einsetzen. Die setzen wir mal daher. Die leuchten auch noch. Na, warte, warte, da muss jetzt, ich muss ja hier den Zaun reinhauen. Stimmt, damit will ich, muss ja nicht auf Feld hauen, also. Und das hier, das wollen wir jetzt mal abernten. Ja, du, ne? Ich glaube, ich werde es versuchen hier, ne? Ich werde hier quasi versuchen, und ich muss mal ganz kurz ein bisschen leiser machen, sorry Leute. Es kann ja die weihnachtliche Stimmung da sein. Und warte, 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 die Melonendinger darf ich nicht weghauen. Hey, warte mal, hier sind drei Samen. Hast du die dahin gesamt? Ja, hier sind schon mal Voll fünf. geil. Hier sind nochmal fünf Ja, und weißt du, weil ich. Oh nein, ich habe mir vorgestellt, dass wir vielleicht das Haus sozusagen in diese Richtung nach hinten sozusagen zu so einer Art Eckhaus oder so erweitern und vielleicht einfach. Ja, klar. Damit unser Haus mal ein bisschen anders aussieht als diese NPC gespawnte Scheiße. Ich meine, gut aussehende Bauernhaus-Verschnitt-Dings. Genau, das ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Jetzt muss ich bloß achten. Also, mir wurde gesagt, 9 mal 9 wäre wohl hier das Ding ist. Also, vielen Dank für diejenigen, die Tipps geben. Aber 9 mal 9 hört sich schon ziemlich groß an, ne? Mal ganz Ja, das ist checken. doch eins zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, einfach 7. die Ecken noch ausfüllen, diese Dreierecken muss jetzt noch besamen. Ja, und ja, du, mein, weißt du was? Wir machen einfach das Ding jetzt mal kurz hier weg. Hat du keine Hau oder was? Jo, nee, klar, Sache. Jetzt kratzt gerade. Meine Katze kratzt, Alter. Ich hoffe, dass ihr es nicht hört. Ich Nee. kratze da gerade so richtig an die Türe, weißt du das? Also, pass auf, ich mach jetzt hier mal diesen Ich lila ruiniere Samen deine weg. Folge. Das kann sein, dass. Ich weiß, meine lila Samen weg. Ja, das ist Alraune, soweit ich weiß. Genau, da haben wir jetzt eine Alraunwurzel rausbekommen. Mit ein bisschen Pech kann es auch sein, dass dann da eine lebende Alraune uns ins Gesicht springt. Also halt, wer Harry Potter guckt, weiß Bescheid, ja. Ja. Und wer Harry Potter und Einstein geschaut hat, der weiß erst recht Bescheid, weil das waren die geilsten Parodien ever. Also, Schaut euch gut, Cold Mirror ich mach an. Mal die Alraunenwurzel irgendwo hin und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Du hast schon Cold Mirror gesehen, oder? Ja, natürlich. Ja, also, bitte. Weiß man heutzutage nicht mehr, Leute. Schreibt mal, ob ihr Cold Mirror gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut es euch an. Ja, und dann hier habe ich noch ein. Tobi. Ja. Ich gehe da mal ganz kurz in die weihnachtliche Atmosphäre nach draußen und tu ein bisschen abhacken. Also ich habe hier jetzt Welche gerade, Hölle? wir haben den Kessel in der NPC Village abgefahren. Den muss man einfach bloß ins Crafting-Feld stecken, hat nur den Braukessel, aber den platziere ich jetzt bloß mal dahin, mit dem können wir dann später noch was machen und so. Ja, Tobias Aber will unbedingt. Oh, hier ist schon mal, hier geht's runter zum Dungeon, sehr cool. Tobias will Und dann? unbedingt jetzt brauen, keine Ahnung wieso, weil wir brauchen das halt überhaupt nicht gerade, aber okay. Ja, Ich nee, tue gerade natürlich was, ich mache gerade was Produktives, ich tue gerade Holz abhacken. Ach so, ja, das und wo ist da nochmal ein Dungeon unterwegs oder was? Könntest du auch mal machen, ja?
kenn dich. Ja. Doch. Ich mach bloß mal schnell, führe mich noch ein. Ich mach nur noch ganz kurz das und dann bist du schon fertig. Genau, ja, kenn ich schon. Warte mal kurz, waren wir hier schon? Oh, schau mal hier. Schau dir das doch mal an. Das sind doch hier diese Steinwälle. Die mache ich mal ganz kurz weg. Sind das Mossy Brick Dinger? Ich sehe es. Ihr seht es wahrscheinlich nicht so gut. Ich mache mal eine Fackel hier hin. Und der Bambus ist einfach Gold wert, weil man muss nämlich nicht die ganze Zeit einfach hier Sticks machen und so dein Holz verschwenden und kann einfach den Bambus nehmen. Ja, Bambus ist ganz nett. Wir könnten das eigentlich auch mal hinpflanzen. Und an der Küste werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen sandstrandmäßig machen. Da hinten ist nämlich schon das nächste Ding. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich bin jetzt auch produktiv unterwegs und zwar werde ich jetzt noch ein Reisfeld machen. Nicht Reisfeld. Ja, genau. Jetzt, wo wir nicht da sind und zuschauen können. Wahrscheinlich. Nicht Reisfeld, Kartoffelfeld. Ganz ja, normal. Das macht Sinn. Aber machen wir wieder so eine Art, gesplittetes Ding, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß also nicht. Karotten und, oder mach halt einfach nur einfach ein random Feld, juckt auch nicht. Mach das mal zwei immer. Mach so groß wie das andere, mit einem Abstand, genau. Ein Abstand ist immer schlau. Ich hoffe, da muss ich jetzt nicht zu viel Terraforming betreiben. Das ist schon ein Skelett, was mir auf den Sack geht, Leute. So, wir sind hier übertriebenst gerade am Hasseln, aber ich finde auch keine Bäume. Nur diese Stumpen, ja, das sind diese blöden Büsche, wo man ein Holz rauskriegt. Voll stark. Ich glaube, voll stark. Ich gehe jetzt mal ganz kurz dahinter. Da ist, glaube ich, mehr los. Die wissen doch schon, was da los ist. Was ist das da hinten? Das ist doch Zuckerrohr. Ja, das ist Zuckerrohr. Ich lasse jetzt auch einfach mal alle Erze außen vor, auch wenn mich vielleicht die ein oder anderen interessieren würden. Nee, lass mal einfach mal weg, weil wir müssen da noch ein paar Zaundinger machen. Deswegen gehe ich da jetzt auch das Holz holen. So, ich muss jetzt hier bloß mal unser Tulpenbeet abreißen. Ich weiß, das ist herzlos. Ich finde cool, wie das Wasser, was hier runterläuft, blauer ist als das hier unten. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist hier Bleichmittel drin oder so. Und ja, was hören wir gerade für einen Soundtrack? Ja, das ist einfach ein Zombie. Das hat so viel Rüstung, das kassiert mit dem Schwertschlag einen Schaden. Sonic and the Black Knight, Deep Woods. Ich muss sagen, ich habe vorhin Zufallswiedergabe ausgemacht bei Winamp. Ich benutze Winamp. Bin ich so Homo und benutzt den Standard-Player, wie bei Galactic Draft Staffel 1, also bitte. nein, sondern, ja, und es funktioniert direkt überhaupt nicht. Oh, geil. Ein Zombie hat ein Stahlschwert fallen lassen, das macht natürlich viel mehr Schaden, aber ist halt fast schon kaputt. Oh, naja. Nein. Fast kaputt. Das hat mehr Uses als das ganze Steinschwert noch übrig und die Leiste ist halt fast komplett rot. Ja, ist es so eine Tinkers Construct-Sache oder ist es einfach gerade nur ein Bug? Das ist, nee, das ist halt einfach so ein extrem stabiles Schwert. 1, 2... Ach so. Ja. Gut. 1, 2... Zack. Okay, wir brauchen noch? Wir nehmen einfach noch hier die zwei Bäume mit und dann sind wir fertig. Ich will hier natürlich auch nicht die ganze Landschaft entgrasen, aber meine Güte, was bleibt uns anderes übrig, ne? Was bleibt uns übrig, Leute? Wir können nichts anderes tun. Ich hoffe, das ist einer von diesen Bäumen, die sozial sind und nicht irgendwie noch drei so Klumpen drin haben. Bitte nicht. Haltet ein, lieber Baum. Sieht mal so aus, als würden die mich hier verschonen mit. Ah, nein. Boah, ein Mini-Zombie. Oh mein Gott, ist das schnell. Du bist auch ein Blitzmerker, ne? Ja, oh, und jetzt habe ich aus Versehen einen Enderman angeschaut, als ich mich von dem Zombie weggedreht habe. Tja, that's life. Das ist halt leider echt so. Bitch. Oder? Du meinst, aber wenigstens gehen die Äste geradewegs vom Stamm weg, zumindest soweit, wie ich das hier verstanden habe. Das ist angenehm. Angenehm. Was ist das denn? Rotes? Puh, macht sich langsam fertig. Bestimmt diese Erzdinger. Kartoffeln oder Karotten? Was kann man denn aus Kartoffeln machen? Kartoffeln kann man braten. Also da kann man einen Lebenskorn drauf, dann braucht man Karotten aber auch, ne? Naja, also ich würde sagen Karotten. Also Kartoffeln. Man kann Gemüsesalat aus Karotten und Kartoffeln machen. Sehr geil. So, und ich habe jetzt Biomasse. Ja, komm, machen wir Karotten. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug von diesen, von ein bisschen Holz gefarmt, das sind bestimmt 30. Ja, perfekt, 32, ein halber Stack. Bam! Und damit werden wir jetzt natürlich ein bisschen Fans machen, einfach nur damit wir uns schützen können. Wir könnten uns eigentlich so eine schöne Treibsandsache vor die Türe setzen, aber ich weiß schon, wer da drin sterben würde. Ja, es sind sowieso viele, die ersten sterben. Das ist halt unsere Counter sind sowieso schon unglaublich hoch. Ich weiß gar nicht, gibt es bestimmt irgendeine Command, wie man die einsehen kann. Eigentlich ist es saugeil gewesen, dass wir hier dieses Haus gefunden haben. Da haben wir uns ziemlich viel Arbeit gespart. Einfach ja, normalerweise der ganze Hausbau dauert immer ewig. Oh, eine Melone! Melone! Yeah. Ja, dann haben wir genug. Melone!
Eigentlich will ich das gar nicht, dass es neu wachsen muss. Egal, wir lassen einfach ein paar Melonen abchillen und dann passt das schon. So, die Blumen. Weißt du, ich tue die Dinger immer wieder. Ach, immer wieder tust du in die Chest und immer wieder hast du neue Blumen. Ja, das ist echt, das ist total bescheuert. Ja, lass das Biom einfach mal ab. Spinne. Okay, so, dann machen wir uns mal hier ganz gediegen damit was. Oh, wow, ich stehe direkt neben dem Enderman. Aber wow, du stehst direkt hinter dem, neben dem Enderman. Okay, ich weiß jetzt wieder, wie oft ich gestorben bin. Fünfmal, Leute, fünfmal. Ich habe gedacht, ich überlebe es gegen den Enderman, aber der macht doch relativ viel Damage. Tja. Naja. War wohl, Zeit für den Enderkiller, oder? Blumen, ne? Weil ich komme halt einfach. Bam! Bam! Danke, dass du den schon so angeschlagen hast. Ja, ist doch gut. Ich habe hier nämlich jetzt schön einen Enderman-Head bekommen. Wir haben echt fette nice. Collection. Ja, ja, schon, aber wir haben auch, also irgendwie die Droprate ist auch wieder erhöht, also wie bei. Ja, what the fuck? Wieso ist der so groß? Wieder wegfliegt, was ist denn los mit dem? Hallo? Ich glaube, der wurde noch nicht überarbeitet vom Texturenpaket. Naja, sieht jetzt ein bisschen schäbig aus, aber gut genug. Ist ein bisschen komisch, ja. Junge, mach die verdammten Türen zu, du Pfeife. Alter, du bist so unfähig manchmal. Die Viecher kommen rein und die Creeper explodieren. Ich hab schon wieder Tulpen in meinem Inventar. Lass mich in Ruhe. Irgendwann ist hier nichts mehr übrig, wenn ich so weitermache. Ich tue das immer so in die Taschen. Juckt dir gar nicht, ne? So, ist das hier ein quadratisches Feld? Oh, jetzt geht's wieder los. Quadratische Felder, Alter. Oh nein. Was machst du? Was ich? Das ist ein 9x9 Feld jetzt. Also wird's noch eins. Ah, du musst doch dann den Zaun einberechnen. Hab ich doch an den Seiten. Nein, hast du nicht. Hä, was? Doch da? Da geht ich doch schon mal. Ich würde keinen Zaun dazwischen machen. Hä, was? Ich würde da keinen Zaun dazwischen machen, weil wir da viel zu wenig Platz dafür haben. Mach doch einfach einen Zaun. Deswegen haben wir es so gemacht. Ja, aber einen Zaun und beide Felder, hätte ich gedacht. Wieso? Das sind doch einzelne Dinger. Das sind doch Karotten und das andere ist Kartoffeln. Das ist doch gerade das Geile, oder? Momentan habe ich ein kombiniertes Feld angelegt, weißt du? Ja, das passt Kartoffeln sowieso gerade noch nicht. Das Wasserding stimmt hier noch nicht. Das müssen wir sowieso noch neu machen. Ist jetzt auch egal. Ja, als ob wir so viel Fressen brauchen, ist auch egal. Ja, das reicht jetzt auch schon mal. Schau dir das mal an, Alter, wie chaotisch so, diese Felder aussehen. So, machen wir hier da bitte auch noch zwischen den beiden Zäunen hier. Warte, hier kommt noch ein Schutzzaun, pass auf. Hier und da, damit keine Zombies durch können. Oh, da funktioniert sogar. Okay, so, und hier noch ganz kurz an den Ecken. Dann schau, so. Genau. Ist gut, oder? Das sieht gut aus, ja. Schon eigentlich nee, jetzt praktisch. So weit sind wir natürlich schon irgendwie, aber jetzt ist auch schon mal wichtig, dass wir, oh, da ist eine Melone gewachsen gerade, dass wir einfach was zu essen haben, so. Also, schön, voll genährt zu sein. So, ich gehe mal ganz kurz hier nochmal durch, weil wir brauchen das für Nein! Wir fangen lieber jetzt mit der Produktion von den Dingern an, weil später ist es zu spät und wir brauchen dann ziemlich viele Bücher und dafür brauchen wir ziemlich viel Zuckerrohr und ihr wisst doch, wie der Kreislauf funktioniert. Dominik, der weiß Bescheid. Und du, ich würde sagen, ich muss gerade mal schauen oder mal gucken. Lasst mich in Ruhe, Blumen. Lasst mich in Ruhe. Weißt du, was wir damit jetzt machen werden? Wir werden da jetzt einfach so dreist sein und einfach sagen, verpisst euch, wir machen damit jetzt einfach Zuckerrohr. Wie heißen diese Farbe. Die wir da aufgestellt haben, wie heißen die nochmal? Die heißt irgendwie verstellbare Truhe, okay? Adjustable Chest. Ja, ja, genau. Wir können nämlich mit der, wenn wir die mit einem richtigen Upgrade in die Mitte stellen. Lol. Okay, dann brauchen wir noch ein Energie. Oh, es ist mal wieder Zeit für Edna und Harvey, The Breakout, beziehungsweise, warte mal, wie war's kurz? Edna bricht aus, genau. Und natürlich schicke Sache. Wenn wir viel Kohle und Redstone haben, dann können wir es nämlich einfach so machen, dass wir diese Chest in die Mitte stellen und dann macht die für uns die ganze Arbeit und tut alle Samen einsammeln und alles abernten. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ja, schon, aber andererseits, ich muss dann auch sagen, wir sind ja, du kannst uns doch nicht einfach hier den Lebensinhalt wegnehmen, wasch? Das geht doch aber nicht. Oh, ich habe schon wieder eine. Was zur Hölle ist eine Belladonna? Belladonna ist auch so ein Samen, den du nur so bekommen kannst. Voll Bella, und die pflanzen einfach mal an, das ist auch so ein magisches Samen. Natürlich wächst die Melone falsch rum, das ist natürlich ziemlich geil. Belladonna, wie geil. Yes, es kommt Death Mountain, beziehungsweise. Hast du es angepflanzt? Ihr kennt ja die berühmte Gerudo-Musik, die mache ich jetzt erstmal lauter. Dum, dum,
So, Enderperle können wir auch mal wegtun. Ja, weg mit der ganzen Scheiße. Ich würde sagen, wir tun uns jetzt mal equippen, dass wir dann in diesen Dungeon können, ne? Ja, ja, klar. Der Dungeon. Meine Mathe-Lehrerin ist auch immer so richtig hart, ne? Ganz klar, wenn sie einen Fehler macht. Ja, Leute, klar, ja, Leute, ist ja klar, ne? Ja, meine Güte, ich war schon 5 Schritte weiter. Ja, da kann das schon mal passieren, ne? Und streitet sie immer voll ab, ne? Und wenn dann jemand mal so einen Fehler macht. Also, besonders Leute, die halt öfters vorkommen, ne? Ja, komplett falsch. Also, dass man irgendwie sagt, ja, schau mal, da hast du einen Fehler gemacht. Ja, komplett falsch. Das ist so richtig hart. Wenn du dir vorstellst, Lehrer, dass das zu dir sagt, ja, da gibst du auch deine Hoffnung auf. So. So, also ich würde sagen, wir brechen mal in Richtung, Oh, Ofenkartoffeln. Oh, ich hätte so richtig Bock auf so Ofenkartoffeln, weißt du? So richtig geil mit Steak. Oh ja, gerade, das ist schon geil irgendwie. Ja, ne? Sag ich doch. Ja, ich meine, wir sind im Let's Play unterwegs, geil. Oh, ich hätte richtig Bock auf Ofenkartoffeln. Ja, auf klar, ne? So, hier machen wir jetzt noch ganz kurz hier, würde ich sagen, so 2 Büsche hin. Bella Donner da. Das ist Bella und Donner, weißt du? Donnerwetter. Okay, so, also ich muss sagen, das ist das beste Farm ever, EU. Oh, da ist guck mal, das ist eine Fledermaus. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Hab sie gekillt. Ah, sie ist tot, sehr schön. Und ich habe schon wieder eine Kartoffel. So, ich tue jetzt nur ganz kurz den unnötigen Rotz einfach weglegen, weil, ne? Also eigentlich können wir die Gräber ja auf ewig dort rumgammeln lassen und die Items werden eh gesaved, aber andererseits, naja, ihr wisst ja Bescheid, ihr wisst ja Bescheid. So. Ich weiß gar nicht, ob die spawnen, ehrlich gesagt. Ach was. Als ob. Ey, schau mal, das was es für Truhen gibt. Es gibt die Bienentruhe, die Truhe des Arboristen, die Truhe des Lepidopterologen. Truhe. Die Truhe des Lepidopterologen. Weißt du, wo schaust du gerade? Einfach Truhe eingeben und dann hast du die normalen Truhen, dann die verstellbare Truhe mit den ganzen Upgrades. Ja. Und dann kommt einfach die Vakuumtruhe, die Endertruhe, die Bienentruhe, Arboristentruhe, Lepidopterologen-Truhe. Ich sehe sie einfach nicht, ich bin dafür. Ah, da Bienentruhe. Weil ich Lepidopterologen, was ist bei euch falsch, Alter? Das ist irgendwie so ein Schmetterlingsmensch, glaub ich. Lepidopterologen, weißt du, was ist das für ein Job? Ah, was machen Sie beruflich? Ah ja, ich lebe auf der. Ich untersuche Schmetterlinge. Also, wie heißt deine Beruf, ja? Ich bin Lepidopterologe, ja? Okay. Also ja. So, es wird Zeit. Genau, brechen wir mal los. Hallo? Ne? Mach die Türe da hinten zu, Mann. Ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Du bist echt. Meine Güte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Tobias guten Orientierungssinn hatte. Ich hab mich getäuscht. Ich kann nicht. Also, diese Tulpen machen mich mal so verwirrt. Ich hab mich in dir getäuscht. Ist einfach neu. Ich hab mich in dir getäuscht. Ja, falls ihr gerade denkt, ey, ihr seid Spasten, ich dachte, eure Folgen gehen jetzt 15 Minuten und ihr dreht schon wieder 17. Ja, wir machen heute eine längere Folge, ein Special, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon gesagt haben. Ja, haben wir schon gesagt. Ja, gut, okay. Gut, das ist schon so lange her, deswegen habe ich mir gedacht, ich sag's einfach nochmal. Es ist Ilias Team. Beziehungsweise Themen, Soundtrack, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich erinnere mich dann immer wieder ganz gerne daran zurück, das ist doch eine schöne Zeit. Vor allem in Twilight Princess. Das habe ich sehr gemocht. Ja. Also, aber ich glaube. Zelda-Spiel gespielt. Zelda sollte nicht unser Thema hier sein, sondern das Rogue Dungeon. Und mit dieser wunderschönen Musik werden wir wahrscheinlich noch den Weg. Wir hätten da noch. Guck mal, warte mal schnell. Was? Wo bist denn du? Komm, siehst du da hinten diesen schwarzen Penis, der in der Luft schwebt? Ja, nee, da gehen wir jetzt nicht. Nee. Ich weiß nicht. Also es kann sein, wenn wir da hinkommen, dass wir von so ziemlich üblen Mobs kaputt gehen. Ja, dann ist natürlich eine gute Idee, da hinzugehen, ne? Ja, der Rocklike Dungeon ist auch nicht viel besser. Ja, nee, das komm. Nur die Statue. Ja, das ist einfach bloß eine Statue. Ich wollte, ja, meine Güte, ich will einfach ein bisschen Cobblestone abbauen. Ja, ich habe schon ein bisschen was mitgemacht. Bracht. So, und jetzt gehen wir da rein in diesen wunderschönen Sandturm. Ja, die sind wirklich hardcore drauf, so einen Turm aus Sand zu bauen. Der ist super schlau. Also da geht's auch hoch. Gucken wir mal erstmal hoch, ne? Würde ich sagen. Ja, gehen wir erstmal hoch hier, ne? Auf den Ausschau. So, also, du siehst schon da oben, ne? Was da alles für böse Mobs unterwegs sind. Müsst ihr echt aufpassen hier. Ich sehe eigentlich nichts, aber okay. Da ist auch gar nichts. Also, lass uns gehen. Gut, hast du Fackeln dabei? Ja, nee. Oh, Junge, du bist auch echt
Mal wieder gut ausgestattet. Ich habe 12 orangene Tulpen dabei. Junge, wie geil. Aber es sieht aus, als wäre das fuckermäßig ausgestattet. So, und es ist halt nach Schwierigkeit nach unten hin geordnet, wie man es halt in Dungeon kennt. Oh nein. 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 Weißt, das sind schon mal zwei Telecreeper. Also, wir können uns, glaube ich, aussuchen, wo wir jetzt rein wollen. Also, zwei Zombies, zwei Telecreepers und ein Skelett. Ich geh mal hier lang, hier ist gar nichts. Ja, aber das spawnt bestimmt was, wenn du reinläufst. Mir auch egal. Ich werde mal. So, haben wir irgendwas als Wegweiser? Nein, warte, ich fress kurz was. Ich noch glaub, einfach Kobbel. Lass mich in Ruhe, ich will essen. Ich habe einen Kobbel drüben gesetzt. Ein Kobbel. Ein Köbbel. Als ob es hier halt keine Kobbels geben wird. Nee, tut's hier nicht. Oh, guck mal, hier ist ein Arzt. Hier ist ein Arzt, ja. Das wächst in Farbe. Das ist Kimrit. So much awesome. Oh mein Gott, passt auf. Vorsicht, 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 Leute. Vorsicht, alle hinter mir. Da okay. Ist halt der Spawner, ne? Oh nein, es ist ein Spawn. Oh nein, es sind Höllenspinnen. Nein, es sind normale Spinnen. Wow! Vorsicht, ich schlag dich. Geh weg von mir. Ich bring dich um. Ja. Ich bring euch um. Ich bring euch alle um. Ich schwöre, ich mach euch kaputt. Ey. Okay, ich weiß jetzt nicht, was sie haben. Platzier einfach die Fackel. Ja, die backen da irgendwie. Ja, die chillen da oben rum. Okay, alles so. Tot. Wow, der hat eine Armor, glaube ich, gedroppt. Yep, so, ich habe jetzt hier die alte yes, Lederjacke. Lederjacke gefärbt und mit Schutz 1. Mal sehen, wie wir aussehen. Also, ich habe jetzt zerstörten Spawner mit Spinnen, ne? Für diejenigen, die es noch immer nicht wissen, wir sehen so aus. Sieht natürlich mit der Jacke übertrieben gay aus. Was war da drin? Nichts. Da sind Stöcke drin, Spinnen auch. Kohle ist doch gut, kannst du dir ein bisschen Dingens machen. Verrottetes Fleisch. Ja, nimm halt die Kohle und mach dir Fackeln. Und die Knochen auch, da kann man Bone Meal draus machen. Das stimmt. So. Und da ist noch das einzige. Oh shit. Redstone-Mechanismen, Vorsicht. Warte, lass es mich noch kurz angucken. Ich mach kurz bloß Fackeln schnell. Oh mein Gott, es sind. Oh mein Gott, Tobi, Vorsicht, hier sind vielleicht Pferdelis. Hier sind Trichter. Ja. Oh, das ist so eine Trichteruhr, glaube ich, oder? Ich will die jetzt aber nicht weg. Ich will jetzt eigentlich probieren, was das hier ist. Ich will das jetzt nicht kaputt machen. Hast du den Schalter umgelegt? Nein, noch nicht. Aber ich habe auch Angst. Lass mal kurz checken, was da passieren könnte. Oh, das sind Spender. Okay, das ist, also eigentlich sollte da nichts Böses passieren, ne? Komm, lass einfach mal umlegen. Warte, zuerst will ich safe sein. Der nicht gewinnt. Okay. Okay, warte, ist die Türe offen? Okay. Oh. Ja. Okay, mach mal aus, warte mal. Mach mal aus, vielleicht können wir aus den... Diese Blöcke da sind Spender. Welche? Ach warte, die geht nicht mehr aus, das ist so eine self-sustainable Clock. Deine Spender, da sind irgendwelche... Es sind irgendwelche Farbstoffe drin, warte mal. Ja. Grüne Farbstoffe und so weiter und so fort. Und... Hä, hey, what the fuck? Ja, das geht nach oben. Irgendwo wird da oben Feuerwerk abgefeuert. Das wäre ja ziemlich geil. Lass uns einfach mal in Ruhe. Komm, wir können es uns ja später anschauen. Geh mal lieber nach rüber noch. Da sind Betten drin! Oh mein Gott, Betten. Es ist Folge 8 und wir kriegen die ersten Betten. Ah, Mann. Das erste Bett. Und vor allem, voll geil, ne? Du Scheiße, schau mal hier, was wir gekriegt haben. Alter, Diary. Ich krieg auch eine, so eine Hose. Ja, nimm sie dir. Schutz und Halt. Nimm du die Pilzsuppe. Nimm dir die ganzen Fackeln auch, weil ich habe auch schon Fackeln, dann nimmst du auch welche. Und das ist voll geil, weil wir können hier schlafen. Und ja, ist doch Hammer. Ja, jetzt gucken wir mal, was in dem Diary drin steht. Ah, das ist irgendwie Tag 63 von Rocklike Dungeon. Okay. Achso, das ist ein Tagebuch, wie er diesen Mod erstellt hat. Okay, ja, das ist jetzt nicht so interessant, also keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Problem ist, hier kann nur einer schlafen. Ich schlafe jetzt mal ganz kurz hier drinne und im nächsten Bett schläfst du einfach du. Ja. Ich will das Bett aber eigentlich mitnehmen, ne? Nee. Den nehmen wir dann beim Rausgehen mit. Du weißt schon, dass ich, dass es nicht Tag wird. Ist mir doch egal. Lass mich so. In Ruhe. Also ziemlich geil hier. Also, mal. Wir gehen weiter. Warte, Tobi. Tobi. Oh mein Gott, was ist das da oben für ein Fadenkreuz? Ich habe Angst. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Als ob hier irgendwas passieren wird. Hier also, keine Ahnung, sollen wir mal hier die Wand aufbrechen? Nee, da wird doch nichts sein hier. Also, dann wissen wir wohl. Ja, gut, gehen wir den anderen Weg. Den Rückzug antreten, ne? Aber cool, also, dass sie so ja Feuerwerkszeug reingebaut haben. Ja, die Frage ist. Die Frage ist, ob da Geheimgänge sind. Nee, aber da ist. Ja, eben, das ist ja. Die Frage ist, ob die Ärzte da bewusst gespawnt wurden. Nein, sieht nicht so aus.
Aber der Sandstein sieht scheiße aus. Die Hose sieht so scheiße aus. Ist halt pink, ne? Ich bin halt Stylo unterwegs, aber sie schützt. Oh, jetzt kommt wieder. Es kommt Midna's Lament, aber ich nehme jetzt einen anderen Track, der ist mir zu traurig. Der ist sehr gut. Das Schwert, lass mal mich vorlaufen. Ich habe auch ein Schwert. Ja, aber ich habe ein Stahlschwert. Ich habe noch das Stahlschwert. Ich habe noch ein Eisenschwert. Dann kann ich es eigentlich explodieren lassen. Dann haben wir. Jo, sehr gut. Oh, schau mal, was ist das? Oh mein Gott, was ist das für ein geiler Stein? Der sieht so sexy aus. Ich baue ihn ab. Warte, brauchst Eisen. Ich habe ihn gekriegt, what the fuck. Was ist es? Zinnober als. Achso. Aber sieht geil aus. Okay, sieht jetzt geht's weiter. Sieht schick aus. Oh, schau mal, hier sind nochmal zwei Kupferlies. Ich baue sie mal kurz ab. Tu mal Fackeln. Du fackelst nicht lang. Ach du Scheiße, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? So schnell jetzt direkt mal hier. Lass mal das, lass mal den das Zeug. Oh mein Gott, was für ein geiler Holzraum. Was ist das? werfbare Trank der Feuerresistenz, sehr cool. Aber Feuerresistenz 1 nur, das heißt. Okay, nimm mal bitte alle Utility-Sachen mit, die können wir benutzen zum Zeug bauen. Ja, vor allem die Fäden für Wolle und so, das ist. Ja, und auch die Hose und alles, nimm halt einfach mal mit. Vor allem den Trank, den können wir gebrauchen. Jupp. Okay, schau mal, hier ist ein Kuchen drin, wie geil ist das denn? Alter, ist eigentlich überall Scheiße reingefüllt oder was? Gebratener Fisch, ja super. Okay, ich nehme jetzt mal die Sticks und. Die Stöcke nehme ich jetzt echt nicht mit. Knochen nehme ich mit, meinetwegen. Okay, Glowstone machen wir mal ganz kurz hier kaputt. Oh ja, Glowstone. Der sieht übrigens ziemlich geil aus. Ja, muss ich auch sagen. Also die Glowstone-Textur finde ich sehr geil. So, ich habe jetzt mal den Kuchen gebrochen. Und da kam natürlich nichts raus. Das heißt, ich eigentlich hätte gut, ne? Weil ich über 300, 400 Folgen Minecraft Let's Play, aber der Kuchen wird immer noch falsch abgebaut. So. True story. Also dann geht's wohl nur da in die nächste Ebene. Also die Telecreeper, die. Chillen. Ich wurde mal wieder teleportiert. Oh mein Gott, hier ist ein Enchanting Table! Wo bist du denn? Wo bin ich? Ich hoffe. Nein! Ich eher weiter unten! Nein! Geh mal weiter, da kommst du bestimmt runter. Ach du Scheiße, hier ist ein Enchanting Table. Ich enchante jetzt erstmal irgendwas. Ach du Scheiße, das ist so ein richtiges Labyrinth hier. Eisenspitzhacke. Ah ne, warte, da ist direkt die Treppe weiter runter. Warte schnell, siehst du mich? Mein Name? Keine Ahnung, ich schau gerade nicht. Ich bin hier, guck. Warte, die Treppe gefunden. Gleich, ich will kurz was draufhauen. Effizienz 2, okay. Boah, gut. Der Raum sieht ja geil aus, guck's dir mal an. Wo bist du? Ja, genau. Ist das gefärbter Clay? Ist das, das hellblau gefärbter Ton. Schau mal, das ist einer von diesen Sandsteinen, der sieht auch sehr cool aus. Ich will den nicht kaputt machen. Aber ich nehme auf alle Fälle mal den Enchantment Table mit. Ne? Ja, also. Nimm den auf jeden Fall mit, das ist sehr gut. So, aber ich würde vielleicht noch was verzaubern an deiner Stelle. Dumm, Alter, die haben wir schon gehört. Oh, hier ist eine Chest. Jo, guck mal hier rein. Wo bist du? Hier, die Chest. Aber man kommt schon, ein Schleimball vor allem. Man kommt aber schon leicht hier hoch, runter, ne? Ja, da ist direkt die Treppe nach unten. Okay, ich tue nur ganz kurz den ganzen Scheiß raus. Gemeißelter Quarzblock, den nehmen wir mal mit. Oh, das ist. Ich tue mal einen Spawner weg. Ich baue nur einen Spinnenspawner. Gebratenes Hühnchen ist ganz nett. Das ist gerade hier so total. Alter, voll schick gemacht hier. Voll geile Area. Oh, schau mal, hier gibt es ganz viele Bricks. Die müssen wir eigentlich auch alle wegmachen. Wo bist du denn, ne? Hier, hinter dir. Oh. Das ist ja sweet, das ist richtig schöne. Unten, die Brick-Texte ist auch cool, irgendwie sieht die retro aus. Ich muss sagen, alle Texturen so von Blöcken sind sehr schick gemacht. Ein paar Item-Sachen sind ein bisschen merkwürdig, aber. Und Netherrack, jawohl. Wo ist Netherrack? Da, wo das Feuer gebrannt hat. Drauf. Und echt? Das ist ganz cool, weil wir brauchen. Das kriegen wir halt früher nicht. Für den Braukessel können wir den zum Beispiel nutzen. Und halt für alle Kessel, wo wir unter das Feuer brauchen, generell. Eigentlich weiß man, sollen wir irgendwie Mobs bekämpfen? Wir greenen einfach den ganzen Dungeon leer. Ja, das sieht man ja eh nicht an. Aber den Ton will ich nicht mitnehmen, das sieht hier so schön aus. Oh, hier geht's weiter, hier ist ein Embers. Das sind ja Quarz. Das habe ich doch gesagt. Das ist ja Quarz. Ja, nimm mal das Quarz mit, Alter, Quarz. Hier ist. Ein Tempered Blade, wie geil. Was ist das? Schärfe 1. Highly durable, 7,2. Laudanum, das ist ein Trank mit Schwäche 3, Langsamkeit 3 und Abbaulähmung 3. Wir sind schon wieder voll damit beschäftigt. Oh, was ist das? Ach, das ist ein normaler Ofen, okay. Und ja, das ist aber gut Kohle drin. Kohle kannst du gerne mitnehmen. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Was ist hier drin? Nichts, okay. So, Amboss direkt mitgehen lassen.
Oh shit, hier geht's runter, schau mal. Wow, ganz ruhig, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, oh Gott. Ja, das sind eher normale Gegner. Ja, yeah. Ein bisschen wenig Schaden, ne? Ja, das Holzschwert macht ein bisschen wenig, ja, hast recht. Aber der ist ja auf dich, Argo, von dem her juckt mich das nicht. Ich will ja auch nur das... Schon nächste Stockwerk. Ja, ja, aber warte kurz. Lass mal noch hier ein bisschen wegmachen. Oh, ich hab Skelettschädel. Oh, es gibt Erzdinger wieder, Erzbüschel. Wo bist du denn hin? Hier, Erzbüschel abbauen. Ich weiß nicht, wo du bist. Da ist wieder so ein OP-Zombie. Wie schaffst du das eigentlich immer so schnell von der Bildfläche zu verschwinden? Wie schaffst du es so langsam hinter der Bildfläche zu bleiben? Bist du die Treppe runtergegangen? Nein, natürlich nicht. Also ich bin jetzt da, wo der Anvil stand. Ja, ich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Stark. Hoffentlich stirbst du nicht, das wäre bitter. Nee, nee. Alles easy. Was ist das für ein Erz? Das ist kein... Ich sterbe doch einfach. So, warte, jetzt muss ich mal hier nochmal aussortieren. Ist das so viel Scheiße? Alter, hier kommen die Scharen von Zombies. Fuck. Oh, oh, damit komme ich nicht... Da kann ich nicht dagegen ankämpfen, Tobi. Junge, wie viel XP das gibt. So, deswegen haben wir jetzt ein Enchanting Table, ist ja das Tolle dran. So. Also, wo bist du denn wieder hin? Okay, wir haben, ich hab hier diesen ganzen Raum hier geklärt. Diesen Vorraum. Direkt. Das ist ein Zombie-Kopf. Vorsicht, nein, noch nicht. Hier ist ich. Wow, was ist das für eine merkwürdige Angriff? Warte mal, das ist ein Skelett mit Schwert? Ja. Oh oh, scheiße, ich muss aufpassen, ich sterb gleich. Lass mich mal bitte wegrennen. Oh, Ofenkartoffeln heilen um 3. Ja. Respekt. Swaxy. Kann man eigentlich mit den Eisengittern irgendwas machen? Nein. Oh, da ist schon wieder ein Schädel. Oh, Drecks-Zombie, Mini-Zombie-Viech. Okay, wo bin ich? Vorsicht. Ich muss mich kurz heilen. Ich gehe einfach derweilen woanders hin. Die Musik chillt ja auch gerade rum. Ja. Hier müssen wir alles ausleuchten. Wir werden hier sowieso eine Weile wahrscheinlich. Es sind aber schon 30 Minuten rum. Das ist ja halt krass, ne? Und wir haben gerade mal im zweiten Stockwerk. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich aber noch spaßig in den nächsten Parts. Hier schaut ihr mal diese Area an. Sie sieht auch super geil aus. Oh, das ist ein Redstone-Lamp. Und ein Redstone-Block. Wie geil ist das denn? Alter Falter. Wie geil ist das denn? Wir griefen hier wieder alles weg. Aber wir haben davon noch einen ganzen Turm. Noch, also ihr seht schon, das wird wahrscheinlich uns heftig boosten hier in unserer Erfahrung. Oh ja, hier direkt noch. Oh Junge, was ist das? Was ist das hier schon wieder? Ist das so ein... Warte. Ach, das ist ein Dingenslaser. Das ist so ein Schaltenplattenspieler. Wie geil. Und hier ist eine Platte drin. Und 3 Slime-Blocks und eine Schablone und Leitungssonne. Alter, was ist das hier? Lass der mal Enderlilien-Samen. Ja, Mann. Vielen Dank, dass ihr dieses Mal dabei wart. Eine Bewertung wäre echt cool. Bis zum nächsten Mal, wo wir wahrscheinlich nichts anderes machen werden, als hier rumzulaufen. Ciao, bis dann. Tschüss und bis dann.